Herzlich willkommen zu StudyHelp TV. Heute erkläre ich euch mit Hilfe des sogenannten Vier-Quadranten-Schemas die Herleitung der sogenannten IS-Kurve. Um das zu tun, habe ich jetzt hier vier Grafiken vorbereitet, die wir jetzt versuchen miteinander zu verknüpfen und auszufüllen. Als erstes wollen wir einmal die Achsen beschriften. Das heißt, hier steht das Zinsniveau mit klein i. Und auf der x-Achse steht y für das Produktions- und Einkommensniveau, wo die sogenannte IS-Kurve entstehen soll. So, die anderen Quadranten wollen wir auch beschriften. Wenn also oben ein y steht, muss unten auch ein y stehen, sonst können wir die Graphen nicht miteinander vergleichen. Rechts unten soll die sogenannte Sparfunktion stehen, die wir im einfachen Gütermarktmodell schon hergeleitet haben. Links oben steht die Investition der Unternehmen und in Abhängigkeit zum Zinsniveau. Unten links in der Grafik werden wir das abtragen mit i und mit der Sparfunktion. Da komme ich später nochmal zu. Im nächsten Schritt wollen wir natürlich ausfüllen, woraus die Graphen bestehen. Das ist einmal die Investitionsfunktion als negative Gerade. Wir hatten im einfachen Gütermarkt ja angenommen, dass i, also die Investition, sich abhängig vom Zinssatz negativ verhalten. Das heißt, wenn der Zinssatz steigt, fallen tendenziell die Investitionen. Dann rechts unten hatten wir das Sparverhalten der Haushalte uns angeschaut und haben festgestellt, wenn wir das einzeichnen, dass diese Sparfunktion negativ beginnt mit einem negativen Basiskonsum. Also Achsenabschnitt ist minus c quer. Mit anderen Worten, die Haushalte sind erst in der Lage zu sparen, wenn sie im Prinzip den Basiskonsum komplett abgedeckt haben. So, und das ist natürlich dann eine positive Gerade und ist natürlich einkommensabhängig, wie hoch die Sparquote dann ausfallen wird. So, wenn wir das hergeleitet haben, schriftlich fixiert haben, fangen wir jetzt an, uns einen Punkt zu suchen. Ich fange immer hier unten an und suche mir ein Einkommen zum Zeitpunkt 0. y0. So, dieses y, das kann ich auch nach oben tragen, wo die IS-Kurve entstehen soll. Also schreibe ich auch hin y0 und kann somit meine Ersparnis ablesen, was zum Zeitpunkt 0 herrscht. So, das bezeichne ich mal mit S0. Wenn man sich das jetzt mal ganz genau anschaut, in der linken Grafik sieht es jetzt so aus, dass ich hier zwar jetzt meine Ersparnis habe, aber ich muss jetzt sehen, dass ich nach oben komme, nämlich auf die Investitionsseite. Das muss ich ja erreichen. Und das ist grafisch ganz einfach möglich, indem wir zu Beginn einmal eine 45-Grad-Linie einzeichnen. So, ich zeige das mal kurz. Eine 45-Grad-Linie. Weil vorgestellt im Gütermarktmodell haben wir ja Folgendes gesagt. In einer Gleichgewichtssituation, wo das Güterangebot gleich der Güternachfrage ist, ist immer I gleich S. Und durch eine 45-Grad-Linie schaffe ich das, dass die linke Seite genauso groß ist wie die rechte Seite. Und somit bin ich in der Lage, die Ersparnis zum Zeitpunkt 0 zu spiegeln, nämlich nach unten. Ich mache das einmal. Hier I0. Und wie ihr hier sehen könnt, ist die Fläche, die sich hier ergibt, diese hier, an der Stelle durch die 45-Grad-Linie genau gleich. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich auch meine Investition zum Zeitpunkt 0 nach oben tragen und erhalte somit meinen Zinssatz, der zum Zeitpunkt 0 herrscht. Hier. Und somit kann ich diesen Zinssatz, der zum Zeitpunkt 0 da ist, auf die rechte Seite tragen und erhalte somit meinen ersten Punkt für die IS-Kurve. So, das ist der erste Punkt. Um eine Gerade jetzt richtig korrekt einzeichnen zu können, brauchen wir noch einen zweiten Punkt. Und ich mache genau dasselbe Spiel nochmal. Ich suche mir hier irgendwo, weil es eine Skizze darstellt, mein Einkommen zum Zeitpunkt 1.
kann es dementsprechend nach oben tragen und ich kann es nach links abtragen, um meine Ersparnis abzulesen, die zum Zeitpunkt 0 herrscht. Das bezeichne ich wieder mit S1 und das mit Y1. So, und an der Stelle habe ich wieder meine 45-Grad-Linie und wo die beiden sich treffen, habe ich wieder meine Investition, die zum Zeitpunkt 0 da ist, zum Zeitpunkt 1, und kann es dementsprechend nach oben tragen. Das bezeichne ich mal als I1 und kann somit meinen Zinssatz ablesen und es nach rechts zur Herleitung der IS-Kurve zeichnen. So ist nicht ganz korrekt, aber ich hoffe, man kann es nachvollziehen. So. Und wenn ich die beiden Punkte habe, kann ich sie auch miteinander verbinden und erhalte somit meine IS-Kurve zum Zeitpunkt 0. Die IS-Kurve gibt in dem Fall alle Kombinationen vom Zinssatz und Einkommen an, bei dem Gleichgewicht auf dem Gütermarkt herrschen kann. Das ist die Ausgangssituation auf dem Gütermarkt, wo alle Gleichgewichtspunkte jetzt auf der IS-Kurve liegen, entweder hier, da oder da. Und in den folgenden Videos werde ich weiter darauf eingehen, welche Veränderungen die IS-Kurve nun verschieben und welcher Zusammenhang damit beim Gütermarkt eine Rolle spielt im späteren ISLM-Modell. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank.